willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind hier in Holzminden auf dem Mobilcampingplatz. Und auf dem Bettreffen. Wie ihr vielleicht noch wisst, wo wir unseren alten Hümer vorgestellt haben, ist er ja auf Basis vom Vauxhall Bedford Blitz. Deswegen sind wir hier auf den Treffen. Wir stellen euch den Campingplatz und Stellplatz vor. Und zeigen euch noch ein paar Bilder von den unterschiedlichen Bedfords. Viel Spaß dabei. So, hier sind wir nun bei der Zufahrt zum Mobilcampingplatz in Holzminden. Wir gehen jetzt mal auf den Platz rauf. Der Platz hat für Feriengäste und für Dauercamper verschiedene Plätze in verschiedenen Bereichen. Hier geht es nun in Richtung Anmeldung und dem Waschhaus, wo Toiletten und Duschen sind. Und wie ihr hier vorne seht, befindet sich hier auch ein Partyzelt, da hier auch öfters Veranstaltungen stattfinden. Hier ist der Zugang bzw. die Zufahrt direkt zur Weser. Wer Glück hat, erwischt einen der sehr heiß begehrten Stellplätze direkt am Wasser. Stellplätzen an der Weser aus hat man nicht nur einen schönen Blick auf den Fluss, sondern auch ins Grüne bzw. direkt einen Blick nach Holzminden herüber. Hier ist einmal die Müllentsorgung neben dem Waschhaus. Und Gas ist hier auch erhältlich. Hier im Waschhaus gibt es auch Waschmaschinen und Wäschetrockner. Und hier im Raum davor ist alles zum Abwaschen. Direkt neben dem Campingplatz befindet sich das Freibad und Hallenbad und davor ein großer Parkplatz. Auf dem Außenplatz befinden sich einige Dauerstellplätze und insgesamt 80 Stellplätze für Wohnmobile. Direkt daneben gibt es ein großes Einkaufscenter, wo man gut einkaufen kann. Es gibt hier auch einen direkten Durchgang zum Einkaufszentrum, sodass man wirklich kurze Wege hat. Hier befindet sich dann auch die Fähr- und Entsorgung. Hier ist einmal der Bodeneinlass fürs Grauwasser. Und hier daneben, um sein Chemieklo reinigen zu können. Nach den Mülltonnen kommt man dann zur Frischwasserversorgung. 10 Liter kosten 10 Cent
100 Liter 1 Euro. Von der Weserbrücke aus hat man einen tollen Blick zum Hallenbad, Freibad und daneben der Campingplatz, wobei man nur wenig davon sieht, da das durch die Bäume auch verdeckt ist. Und wenn man weiter seinen Rundumblick führt, kommt man nach Holzminden. So, nun gehen wir wieder in den hinteren Bereich vom Außenplatz. Dieser Bereich war dann extra für das Bedford-Treffen, was wir besucht haben, reserviert. Es wird auch extra darauf hingewiesen, dass halt der Platz für Fahrzeugtreffen unterschiedlicher Art genutzt werden kann.